Ich wünsche Ihnen einen schönen späten Nachmittag oder schönen frühen Abend. Ich möchte Sie begrüßen hier zu unserem Webinar zum Thema präoperative Verwachsungen, was deren Risiko und was deren vielleicht eben auch Beeinflussungsmöglichkeiten sind, die man hat. Können wir direkt starten. Wie kriegt man sowas eben auch wieder weg, wenn man als Folge einer Operation eine Verwachsung hat? Oder hat man das überhaupt und macht es einem Probleme? Da möchte ich zunächst mal darauf eingehen, was Verwachsungen eigentlich überhaupt sind. Da spielt mit hinein, wie sie entstehen. Natürlich die Frage, wie man ihnen vorbeugen kann, wie man merkt, dass welche vielleicht vorliegen, wie wir dann herausfinden können, bestätigen können oder auch Gefährliches vielleicht identifizieren können, mit welcher Diagnosemöglichkeit und letztlich auch, wie man sowas behandeln kann. Zunächst, was sind eigentlich Verwachsungen? Gut, Verwachsungen sind letztlich Narben, die an blöder Stelle sind, nämlich unnatürliche Verbindungen zwischen Körpergeweben darstellen. Typischerweise sitzen sie dann zwischen Darmanteilen und Darmanteilen, Dünndarm und Dünndarm oder Dünndarm und Dickdarm, zwischen dem Darm und der Bauchwand von innen her. Und im gynäkologischen Bereich kann es die Eierstöcke und die Eileiter treffen. Solche Verwachsungen, die gibt es in völlig unterschiedlicher Ausgestaltung, mal flächig, mal strangförmig, ganz dicht oder auch relativ lang. Sie können durchaus, was angeblich nicht so ist, aber das ist so, Blutgefäße enthalten. Sie können auch durchaus Nervenstrukturen enthalten. Und sie sind was Häufiges. Wenn man mal schaut, wie viele Patienten, auch durchaus Menschen, die Verwachsungen nach dem Tode Untersuchungen durchgeführt wurden mit einer Leibeseröffnung, musste man erkennen, dass bei einem Drittel der Patienten oder der verstorbenen Menschen Verwachsungen vorgelegen haben. Also sie sind häufig und Verwachsungen sind durchaus teuer. Also in 2005 sind in den USA Kosten von 2,3 Milliarden Dollar entstanden, schlicht durch Krankenhausbehandlungen aufgrund von Verwachsungen. Und zwar mehr als 350.000 Patienten mussten krankenhausbehandelt werden wegen Verwachsungen. Wie entstehen die nun? Normalerweise ist das Bauchfell von innen her spiegelnd glatt und die Organe können ganz frei innen an der Bauchdecke entlang gleiten. Sie können ganz frei mit sich gegeneinander verschieben, was auch einen hohen Wert hat. Denn dadurch ist es zum Beispiel möglich, auch sperriges Speisegut. Manche Menschen verschlucken ja Teile ihrer Prothese oder es gibt Patienten, die habituell, also gewohnheitsmäßig irgendwelche Spitzendinge dann auch verschlucken, die irrsinnigerweise durch den Darm wandern und auch Fischgräten wandern, ohne dass sie notwendigerweise durch den Darm durchbohren. Dafür ist ein normalerweise spiegelnd glattes Bauchfell da. Aber kommt es dann zu einer irgendwie gearteten Irritation dieses glatten Bauchfells? Kommt es durch Infektionen oder was anderem zu einer Störung der Integrität dieser innersten ganz glatten Zellschicht, die die Darmwand überzieht und auch in die Bauchdecke überzieht? Dann schwitzt das Bauchfell, schwitzt die Unterschicht bestimmte Eiweiße aus. Nennen sich Fibrin, auch anderes. Auch über eine Aktion von Blutgefäßen und anderem kommt es zu einem Gerinnsel, einem Kuchen, den man auch kennt, mehr oder minder, wenn man sich offen an der Haut verletzt. Und in dem Ausmaß, in dem der Körper es dann hinbekommt, diese Fibrinverklebungen wieder aufzulösen, ist es so, dass entweder die Verwachsungen komplett verschwinden und sich gar nicht schlimm ausbreiten können, oder aber es ist so, dass es tatsächlich zu einer bindegewebigen Durchbauung kommt und die Dinger dann bleiben, mehr oder minder. Was ist nun etwas, was das Bauchfell irritiert? Das sind an allererster Linie Infektionen. Hier sieht man zum Beispiel hier Hände, einen grauenhaft entzündeten Dünndarm mit fürchterlichen, dann infektdurchtränkten Belegen, auch so Eiweißkörpern, die drauf sitzen. Alles im Rahmen eines geplatzten Dickdarmes mit einer lange bestehenden stuhligen Belastung der Bauchhöhle, also eine stuhlige Bauchfellentzündung lag dem zugrunde. So etwas irritiert das Bauchfell ganz fürchterlich. Was das Bauchfell zudem noch irritiert, sind Blutungen, zum Beispiel im Rahmen von Operationen oder zum Beispiel im Rahmen von Verletzungen. Man stürzt, die Milz geht kaputt, man blutet in die Bauchhöhle. Dieser Bluterguss kann durchaus auch erhebliche Verwachsungen auslösen. Dann ist es so, dass jede Operation an sich auch Verletzungen auslösen kann. Also die Hände, die wir gerade gesehen haben, in der Bauchhöhle, im Bewegen der Organe, Materialien wie zum Beispiel zum Aufsaugen geeignete Schwämme oder sogenannte Bauchtücher, die über ihre Oberfläche und das Reiben praktisch auf dem Bauchfell
dort eine Veränderung erzeugen, die dazu führt, dass an der Stelle diese Mesothelschicht, die innerste Schicht, zerstört und verletzt wird. Dann Fremdkörper, Nähte, große Nahtmaterialien oder eben auch Fremdkörper, die man einsetzen muss, um Bauchfelldefekte zu verschließen, wenn es da irgendwelche Lücken gibt. Alle diese lösen erhebliche Verwachsungen aus. Hier erkennt man zum Beispiel, hier ist der Kopf, da sind die Füße, eine Bauchdecke, die gar nicht richtig ausheilen konnte, wo man hier praktisch auf den nur zart überhäuteten Darm schaut und die Bauchwand selber ist gar nicht darüber geschlossen. Hier eine große Schnittbildung, solche doch erheblichen Verletzungen, hier eben auch mit einem Bruch, da ist die Bauchwand drunter nicht zusammengewachsen, sind immer auch gleichbedeutend mit einem erheblichen Bauchtrauma und damit einer erheblichen Verwachsungsgefahr. Wenn man schaut, dann ist es so, dass Patienten, die in irgendeiner Weise offen am Bauch operiert wurden, dass die wegen Verwachsungen in immerhin 4% der Fälle noch einmal wieder haben operiert werden muss. Besonders auffällig und hoch ist es, dass man Patienten operieren muss, wenn Darmeingriffe stattgefunden haben oder wenn gynäkologische Operationen stattgefunden haben. Und besonders Patienten, die sich nach einer Operation mit einem Bruch präsentieren, wie der eine eben Patient, den wir da gerade gesehen haben. In einer solchen Situation muss man fast immer davon ausgehen, dass auch darunter erhebliche Verwachsungen bestehen. In manchen Situationen ist es erforderlich, wenn die Bauchdecke verloren geht oder sich eben Brüche ausgebildet haben, die Bauchdecke zu ersetzen. Man muss da sehr darauf achten, dass möglichst dann der Bauchdeckenersatz Netze aus unterschiedlichen Materialien keinen Kontakt mit dem Darm gewinnt, weil man Sorge haben muss, dass der Plastikkontakt zur Darmoberfläche in ganz fürchterlicher Weise Verwachsungen auslöst. Das kann man hier ungefähr erahnen. Hier wieder die Hände des Chirurgen. Hier die äußere Haut, die mit einem Haken hier angehoben wird. Das sieht recht martialisch aus. Und hier erkennt man so eine angedeutete Gitterstruktur. Dieses ist ein sich nach hier fortsetzendes, riesenhaftes, aus einem Kunststoff bestehendes Netz, was eben zur Behandlung eines Bruches eingesetzt worden ist und an dem der Darm aufs Viehste verwachsen ist. Was machen solche Verwachsungen dann für Probleme und Symptome? Gefährlich ist es, wenn ein anhaltender Schmerz besteht oder der Bauch dauerhaft druckempfindlich ist. Ansonsten kann sich sowas äußern als Meteorismus, Blähungen, immer wieder ein aufgetriebenes Bauchgeschehen. Die ganz unspezifische Beschreibung der Stuhlunregelmäßigkeiten oder Verdauungsbeschwerden, dass man wechselnde Durchfälle hat, mal festen Stuhl oder Verstopfung. Chronische Bauchschmerzen sind sicherlich auch ein Zeichen für Verwachsungsprobleme. Übelkeit und Erbrechen ist dann schon etwas, wo man noch hellhöriger werden muss. Denn es gibt im Rahmen dieser Probleme auch die dramatische Situation des tatsächlich dann stattgefundenen Bauchdarmverschlusses, was sich äußern würde mit einem anhaltenden Schmerz, mit Druckempfindlichkeit, auch einem prall aufgetriebenen Leib und typischerweise eben auch dann irgendwann, man kann es sich vorstellen, ist der Darm verschlossen, staut sich das, was sich im Darm befunden hat, aus der Enge, nur nicht Richtung Po, sondern Richtung Magen zurück, füllt irgendwann den Magen und führt zum Erbrechen. Hier sieht man ein Bild eines Patienten, der ganz augenscheinlich voroperiert wurde, hier mit einer langen Naht und einen sehr, sehr prallen Bauch hat, schon im OP. Abgedeckt mit sterilen Tüchern und auch schon orange bemalt. Wie kommt man einer solchen Situation dann nahe? Insgesamt muss man bei einer Bauch-Darm-Verschluss-Situation relativ schnell sein. In anderer Situation ist es wesentlich problematischer herauszuarbeiten, ob für chronische Beschwerden, Verdauungsprobleme wirklich die Verwachsungen ursächlich sind oder ob es eine andere Ursache hat. Man muss den Patienten sehr präzise fragen, wann es ihm wehtut im Verlauf zur Speisenaufnahme. Ob es mehr oder weniger doch irgendwie immer die gleiche Stelle ist, wo Schmerzen auftreten. Ob es krampfartigen Charakter hat und. Dass man da versucht herauszukitzeln, ob nicht beispielsweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten, bösartige Geschwulste, irgendwelche Dinge dann eine Rolle spielen. Körperliche Untersuchung, bei der man eben beispielsweise Öffnungen der Bauchwand entdecken kann, in die Darm hineingeklebt sein kann. Oder man eben feststellen kann, es ist ja doch eine Operation gewesen, die der Patient schon vergessen hat, denn sie lag 60 Jahre zurück. Solche Dinge muss man bei einer solchen Untersuchung besonders dem nachgehen. Man hat auch durchaus durch ein Aushorchen der Bauchhöhle mit typischen Darmbewegungsgeräuschen, die der Darm nämlich macht, wenn er sich um eine scharfe Abknickung immer herumquälen muss mit seinem Inhalt,
hat man durchaus Chancen, sowas, wenigstens einen Verdacht zu erhalten, dass ein mechanisches Problem der Beschwerden, was dann durch eine Verwachsung ausgelöst sein kann, bestehen mag. Man kann durch eine Ultraschalluntersuchung das Hin- und Herschwappen von Speise im Darm erkennen oder eben auch das mühevolle Transportieren oder eben auch zum Beispiel Weiten und Engen im Darm, im Dünndarm. Darum geht es eigentlich fast immer bei diesem Beschwerdebild im Dünndarm feststellen, sodass man einen Hint hat, gut, dem Patienten könnten wir möglicherweise tatsächlich durch einen operativen Eingriff dauerhaft helfen. Bei Darmspiegelungen ist es so, dass man den Dickdarm gut erreichen kann. Man kann bei Magenspiegelung den Magen gut erreichen und den Zwölffingerdarm. Die Strecke dazwischen ist auch erreichbar, ist aber, wenn man Verwachsungen vermuten muss, nicht ungefährlich, weil Verklebungen des Dünndarms für die Methoden, mit denen man über den Zwölffingerdarm hinaus den Dünndarm optisch, also in der Endoskopie betrachtet, schwer erreichbar sind und relativ viel mechanische Druckbelastung, Zugbelastung im Dünndarm auslösen und unter Umständen dann Verwachsung auslösen können. Sodass eine Spiegelungsuntersuchung für das Jagen von Verwachsungen nicht das Ideale ist. Als anderes bildgebendes Verfahren eignet sich immer die Computertomographie. Die ist nun eine Maßnahme mit doch erheblicher Strahlenbelastung, sodass wir da gerne darauf verzichten und andere Verfahren wählen. Man kann aber, das sehen wir hier sieht man von vorne auf einen Menschen. Hier sind die beiden Hüftgelenke rechts, dieses ist die linke Seite, hier ist die uringefüllte Blase zu sehen. Hier oben einmal die Leber, also im rechten Oberbauch. Was hier oben so schwarz ist, ist Lunge. Deswegen, die stellt keinen Widerstand für Strahlen dar, darum sieht man die. Hier ist der erheblich gefüllte Magen zu sehen. Hier ist der erheblich gefüllte Magen zu sehen. Dieses Dünndarm, dieses auch alles Dünndarm mit einem Kaliber, was irrsinnig weit ist. Und hier sehen wir Dünndarm mit einem ganz kleinen Kaliber. Das ist alles Dünndarm, aber mit unglaublicher Auftreibung. Hier besteht ein erheblicher und schlimmer Darmverschluss. Man kann in einer solchen Situation, ist man sich immer noch nicht ganz sicher oder aber hat einen Patienten vor sich, bei dem man hofft, dass der Darm wieder durchgängig gemacht werden kann durch eine Maßnahme wie so ein Rohrreiniger, nämlich ein Kontrastmittel, was man dann trinkt, erreicht man bisweilen eine Passage, nämlich das Kontrastmittel wird oben getrunken, sammelt sich im Magen und dann so in bestimmten zeitlichen Abständen sieht man, wie sich das Kontrastmittel peu à peu und langsam durch den Darm arbeitet. Hier ist der Dünndarm dargestellt. Hier sieht man, weil der Mensch steht, einen Spiegel zwischen einer Dünndarmfüllung im Darm und einer Gasblase drüber. Auch hier, sowas ist ein typischer sogenannter Spiegel im Darm, der anzeigt, da ist der Darm aufgepustet mit Luft. Interessanterweise ist hier aber ein Transport durch den Dünndarm, wenn auch weiterhin diese Spiegel bestehen und Gas sich offensichtlich staut, erreicht. Also es ist liegt eine Passage vor, aber die ist behindert. Bei den Patienten eben, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, was wir da gefunden haben. Hier sehen wir eine Untersuchung, die wir in der Darstellung von Verwachsungen eigentlich für am elegantesten halten. Per Kernspintomographie mit Kontrastmittel, also einer Kombination aus beidem und dann aber ohne Strahlenbelastung, lassen sich verschiedene Weiten und Engen des Darmes darstellen. Es gibt eben unterschiedliche Erkrankungen, unterschiedliche Operationen, die sowas ausgelöst haben können. Und auch hier ist eben in idealer Weise zu sehen, dass die Darmweite im Dünndarm hier und dort erheblich sich unterscheidet. Und hier hat man tatsächlich den Eindruck, das ist also etwas weiter im Oberbauch, nur ein querer Schnitt. Hier sieht man die Wirbelsäule, hier ist hinten, da ist vorne. Hier war auch die rechte Körperseite, linke Körperseite, oben und unten. Dass man im Oberbauch sehr weiten Dünndarm hat, hier immer noch weiten Dünndarm, der dann hier enger wird. Hier kann man tatsächlich davon ausgehen, dass im Dünndarmbereich irgendwo eine mechanische und damit eben auch chirurgisch besserbare Enge bestehen mag. Wie kann man sowas nun behandeln? Im Notfall, um nochmal jetzt den Patienten mit dem prallen Bauch, den Bauchschmerzen und dem Stuhlerbrechen darzustellen, hatten wir ein Übersichtsbild gewonnen, das so aussah, hier wieder mit so einem Spiegel, den können Sie nun mittlerweile erkennen, Sie sind schon Profis, hier noch mehr solcher Spiegel. Das parallele CT haben wir da gemacht, das sah so aus, denn es musste schnell gehen und wir konnten eine Kernspintomographie nicht abwarten. Da bestätigte sich, dass hier der prallvolle Magen mit Flüssigkeit ist, der pralle Dünndarm, der zu erheblichen Teilen gefüllt ist, also es musste irgendwo eine Verwachsung im unteren Teil des Dünndarms bestehen. Manchmal sieht es glimpflich aus wie hier. Hier sieht man zum Beispiel eine solche Verwachsung. Da ist der Bauch geöffnet, der Darm schaut heraus und man sieht hier den Dünndarm mit großer Weite, das ist mundwärts, den Dünndarm mit enger Weite. Und dazwischen hier der Bridenstrang. Hier angehoben, dort ist die Enge, wo der Darm bekniffen wurde und deswegen sich powärts, mundwärts, es hier staute, der wird weit,
Und dieser hungert langsam als Hungerdarm kleiner ab. Sowas lässt sich unproblematisch behandeln, aber im Falle des Patienten mit dem prallen Bauch von eben war die Beschwerde schon zu lang bestehend. Hier der wieder auch, wenn man hier mal die Hand sieht, der Dünndarm auf ein Vielfaches seines normalen Kalibers aufgetrieben. Und hier sieht man nun diesmal den Bridenstrang. Und man kann nicht schon erahnen, das sieht nicht gut aus. Und es hat sich unglücklicherweise aufgrund des zu lange bestehenden Bridenstranges, so nennt man diesen Strang aus Verwachsungen, der durchaus 60 Jahre alt sein kann, nach einer uralt zurückliegenden Blinddarmentzündung, Blinddarmoperation, ein Abschnüren des Darms ergeben, sodass also zwar noch Schlagaderblut hineinlaufen konnte durch die Abschnürung, aber das Zurückfließen verhindert war und dadurch der Darm immer stärker mit Blut gefüllt ist und letztlich abstarb. Dieses Stück kann man tatsächlich nur entfernen und eine Dünndarmnaht im möglichst dann gesunden anlegen, bis dahin, dass wir manchmal gar nicht genau sagen können, wenn der Darm mundwärts sehr gestaut ist und sehr geschädigt ist dadurch, ob denn die Naht überhaupt halten wird und müssen manchmal sogar in Etappen am Folgetag nochmal neu entscheiden, ob die Naht anzulegen ist und ob sie wohl halten wird. Also ein durchaus dramatisches Krankheitsbild mit erheblicher Gefahr. Klar. Den Patienten muss man dann operieren, wenn er einen mechanischen Darmverschluss hat, auch um dem vorzubeugen, dass sich eine Durchblutungsstörung ergibt und Teile des Darms entfernt werden müssen. Also es ist auch sogar Zeit, ein großes Argument, das muss alles sehr schnell gehen. Dann ist es so, wenn man Patienten hat, bei denen wir zum Beispiel eine typische Beschwerdesituation haben, dass sie in gewissem Zusammenhang zum Essen Krämpfe entwickeln, die vielleicht immer an der gleichen Stelle sind. Es liegen Voroperationen vor, obendrein besteht tatsächlich eine gewisse Abneigung gegen Speise, Gewichtsverlust. Und wir finden dann auch in den Darstellungen nichts, was für einen Tumor spricht, sondern vielleicht auch ja, flauen Hinweis dafür, dass eventuell Engen vorliegen könnten. Denn die Verwachsungen selber lassen sich in keinem bildgebenden Verfahren darstellen, sondern nur deren Folge, nämlich mit Kalibersprüngen. Weiter Darm, enger Darm. Und man hat dann den Eindruck, dass über stuhlregulierende Maßnahmen, dass über ein gewisses Flüssighalten des Speisebreis mit viel Trinken, regelmäßiges Essen und so weiter es nicht gelingen kann, diese Beschwerden zu lindern, dann mag durchaus ein Argument bestehen, dass man eine Bauchspiegelung macht, die ihrerseits auch hier natürlich wieder ein gewisses Risiko bedeutet, Verwachsung auszulösen, insbesondere eben auch in den Darm hineinzufallen, der dann geschädigt wird bei einer Operation. Das wäre ein Grund. Problematisch ist es, wenn man keinerlei Anhalt für irgendein Transportproblem hat, was sich irgendwie erhärten lässt. Und der Patient nur von chronischen, Anführungsstrichen nur, die Schmerzen können ja erheblich sein, von Schmerzen geplagt wird, kann es sein, dass die Operation nicht hilft und man damit sehr zurückhaltend sein muss in der Beratung. Es gibt da durchaus, wenn auch wenige, Untersuchungen dazu, bei denen es spezifisch darum ging, Patienten mit Schmerz zu behandeln. Das ist eine ganz kleine Serie, wo also tatsächlich nur 50 Patienten pro Gruppe untersucht wurden. Auch da liegt eines der grundsätzlichen Probleme in der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Krankheitsbildes, weil man nicht genau beschreiben kann, wie Verwachsungen eigentlich aussehen. Es gibt keine richtig, es gibt tausende von Versuchen, dazu irgendeine Form des Rankings zu machen oder eine Stratifizierung, eine Skalierung zu schaffen, die nicht wirklich tragfähig und nicht gut mit anderen vergleichbar ist, sodass man gar nicht genau weiß, wie krank die Patienten eigentlich gewesen sind, die man operierte und dann eben auch kaum beurteilen kann, wie gut ein etwaiger Erfolg ist. Außerdem müsste man ja beinahe, um zu schauen, ob Verwachsungen wirklich weg sind, diese Verwachsungen dann durch eine nochmalige Operation auch wirklich überprüfen, was eigentlich kaum zulässig als Studiendesign ist. Kurzum, man kann aber gucken, haben Patienten Beschwerden gehabt oder nicht mehr. Und da hat man bei Patienten, die chronische Bauchweh gehabt haben, eine Bauchspiegelung durchgeführt. Und dann hat man Verwachsungen gefunden oder nicht, die gelöst oder nicht. Auch wenn man sie fand, hat man sie drin gelassen und nicht aufgelöst. Das Ergebnis ist erstaunlich, dass nach einem halben Monat die Patienten, nachdem beide Gruppen, also die, die man nur spiegelte und egal ob Verwachsung oder keine Verwachsung gefunden wurde, diese gelöst hatte und bei den anderen gespiegelt hat und Verwachsungen löste, wenn man sie fand, sah man, dass beide Gruppen zunächst besser dran waren, nach 6 Monaten wieder schlechter und einen Unterschied nicht fand. Nun hat man nach 12 Jahren diese Patienten noch einmal nachuntersucht.
Man hat eine ganze Zahl dieser Patienten nochmal finden können, also ein sogenanntes Follow-up war sehr wertvoll. Man hat also einiges nochmal feststellen können. Es sind von den 50 Patienten, die verwachsungsgelöst wurden und gespiegelt wurden, 42 noch zu finden gewesen. Die, die nur gespiegelt wurden, ohne dass man eine Verwachsungslösung getrieben hatte, immerhin 31. Und man musste leider erkennen, dass von denen, bei denen eine Verwachsungslösung durchgeführt wurde, diese Patienten drastisch seltener schmerzfrei geworden sind durch die Maßnahme, deutlich mehr Schmerzmittel einnehmen mussten und häufiger nachoperiert wurden, als bei den Patienten, bei denen, obwohl nun wirklich rein zufällig sie verteilt waren, man überhaupt nichts gemacht hat, außer nur einmal in die Bauchhöhle zu spiegeln. Man muss also annehmen, auch die Bauchspiegelungsverwachsungslösung mit einem relativ geringen zusätzlichen Verletzungsausmaß hilft wahrscheinlich nicht gegen Schmerzen, sodass man grundsätzlich Patienten mit großer Vorsicht nur, die nur in Anführungsstrichen über Schmerzen klagen, ohne dass man irgendeinen Anhalt hat, dass zusätzlich doch irgendetwas Mechanisches gefunden werden kann und der Chirurg versprechen kann, und das öffnen wir und dann können wir das wenigstens geplant beseitigen. Ohne einen solchen Hinweis muss man Sorge haben, dass man als Patient nicht von der Operation profitiert. Es ist also andersherum viel wichtiger, Verwachsungen vorzubeugen. Da gibt es eine große Reihe von Möglichkeiten. Eingreifen kann man prinzipiell eigentlich nur ernsthaft in zwei Bereichen. Und zwar ist es so, man kann versuchen, dass die Irritation des Bauchfells, insbesondere natürlich durch operative chirurgische Maßnahmen, möglichst gering gehalten wird. Dann ist es so, dass man versuchen kann, die Auflösung zu vermeiden. Und auch, dass vielleicht die Verklebungen nicht so stattfinden können. Zunächst Verletzung des Bauchfells minimieren. Klar, da geht es darum, dass man operativ, da gehe ich gleich noch drauf ein, möglichst wenig Schaden anrichtet. Eine smarte Idee ist, dass man, wenn man den Schaden gemacht hat, das ist beim Operieren unweigerlich der Fall, irgendwelche Barrieren zwischen Darmschlingen einbringen kann. Da gibt es eine große Zahl verschiedener eingeführter Techniken und Ideen, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann gilt es, das sind aber auch mehr allgemeine chirurgische Maßnahmen, dass man versucht zu verhindern, dass das, was an Fibrinflüssigkeit in der Bauchhöhle sich befindet, dort liegen bleibt und verklumpen kann, dass man das entsprechend irgendwie nach außen bringt, also die Bauchhöhle praktisch spült, nachdem man operiert hat. Und schwieriger, medikamentös problematisch, ein wirkliches Auflösen von Fibrin und eine Hemmung der Antwort der Heilzellen im Körper. Was eine schöne Methode ist, was wir auf jeden Fall auch bei uns in der Klinik intensiv anwenden, ist, dass wir Patienten möglichst schmerzfrei halten wollen, damit sie möglichst schnell wieder aufstehen und schlicht durch die Körperbewegung, schlicht durch die Darmbewegung, weil man schnell wieder was essen kann, dann auch den Darm in seiner Eigenbewegung, sich des Freischüttelns sozusagen, dann auch unterstützt und damit dann die Verwachsung verhindert. Die Operationsprinzipien, die man da beachten sollte, damit das Bauchfell eben minimal nur verletzt wird durch einen unvermeidlichen Eingriff, ist, dass man das Gewebe sanft zu behandeln hat, dass man möglichst keine Latexhandschuhe mit Puder drauf, Talkum vermeidet, dass man möglichst keine nicht sich auflösenden Fäden in der Bauchhöhle verwendet. Das ist allerdings fast Geschichte der Medizin. Niemand mehr tut das. Und nach Möglichkeit eben Netze, Kunststoffmaterialien, welcher Art immer, nicht in direkten Kontakt mit dem Darm bringt. Man sollte blutarm operieren. Wenn es denn blutet, diese Blutungen immer entfernen. Man sollte möglichst wenig Gewebe im Körper belassen, was dann Ischem, was also abstirbt, nicht gut versorgt ist. Wichtig auch, dass man vermeidet, dass der Darm austrocknet. Also kurze Operationszeiten möglichst anstrebt, den Darm feucht hält und das Einlegen von irgendwelchen Textilien, Fremdkörpern vorübergehend, die die Darmwand eben auch irritieren, dann möglichst vermeidet. Das gelingt theoretisch günstiger bei Bauchspiegelungsoperationen schlicht, weil der Schnitt nicht so groß ist. Man erkennt, dass da ein deutlicher Unterschied besteht. Also tatsächlich ist es so, dass Patienten nach konventionellen Bauchoperationen häufiger haben wieder aufgenommen werden müssen wegen ihrer Verwachsungen, als wenn Bauchspiegel operiert wurde. Das liegt ein bisschen auf der Hand. Notwendigerweise hat man weniger Gewebsverletzung. Man kann, weil man ehrlicherweise doch noch kleinere Schritte beim Operieren macht, noch intensiver Blutstillen. Ganz wichtig ist, dass die Narben, die entstehen, kleiner sind, also die Bauchfellverletzung sowieso geringer ist, die an der Bauchwand innenseitig entsteht. Man hat dadurch auch, weil man die Finger und die Hände nicht in den Leib hineinsteckt, weniger
Exposition des Darmes zu Fremdkörpern, außer eben den Operationszangen. Und weil die Bauchhöhle geschlossen ist, nutzt man entsprechende Gase, die die Bauchhöhle auffüllen, damit man gute Sicht hat, die feucht gehalten werden, hat man auch eine deutlich geringere Austrocknung. Ja, Bauchspiegeloperationen dauern häufig etwas länger. Wahrscheinlich aber ist die längere Operationsdauer so gering zusätzlich belastend, dass man das ohne weiteres als Vorteil trotzdem noch wahrnehmen kann, wenn Bauchspiegel operiert wird. Und nicht zuletzt durch dieses geringere Schmerzniveau sind weniger Schmerzmittel nötig, insbesondere opiatartige, also morphiumartige Präparate, die den Darm lähmen, die den Patienten auch hinterher Übelkeit verursachen, Bettlägerigkeit verursachen und damit das Lager und verlängern und damit den Darm eben in seiner schnellen Beweglichkeit und in seinem Wiedergewinn der sogenannten Peristaltik der Darmbewegung eben auch behindern. Das wollen wir alles nicht. Vielleicht auf die Spitze getrieben ist es, dass wir mit dem Operationsroboter bei uns auch Eingriffe in großer Zahl auch durchführen, sodass wir auch durchaus schwierige Eingriffe, die eventuell sogar in Teilen dann doch hätten konventionell eher operiert werden können als laparoskopisch mit dem Operationsroboter operieren. Dabei ist es so, da kann ich mal einmal Ihnen einen Film vielleicht dazu zeigen, eine Verwachsungslösung an sich, wenn denn der Darm nicht schlimm verwachsen ist, geht auch in Bauchspiegelungstechnik sehr hübsch. Das ist jetzt ein bisschen sehr zögerlich im Fortkommen. Hier sieht man die Bauchwand oben mit einem hier glatt und spiegelnden Bauchfell. Hier klebt von unten eine Struktur dagegen, die nennt sich das große Netz. Und die ist hier mit so flächigen, ganz harmlosen Verwachsungen verklebt. Das kann man einfach durchschneiden. Hat man den Eindruck, dass dann irgendwelche Blutgefäße da sind, darf man hier dann auch ein bisschen Strom anwenden, weil man eben verhindern möchte, dass es da zu einer ernsthaften Blutung kommt. Und in dieser Weise kann man relativ einfach, hier setzt man richtig Strom ein, schneidet nicht mehr, den Darm lösen. Anders sieht es aus, wenn der Darm durchaus eine gewisse erheblichere Verwachsung zeigt. Hier eine offene Operation jetzt und mehr flächige Verwachsung, davon eine ganze Zahl. Sowas würden wir inzwischen, das sind, Sie sehen ja auch selber, wie grau das ist, etwas älteres Video, würden wir mittlerweile eigentlich auch eher in Bauchspiegelungstechnik angehen, schlicht, wenn man eben sieht, wie der Darm hier austrocknet. Tatsächlich aber sehr problematisch, diese Verwachsungen gehen ja gut auseinander, ist es, wenn man erheblichere Verwachsungen hat, die durch schwere Entzündung entstehen oder auch frischerer Natur sind. Hier eine Bauchhöhle, die in schauerlicher Weise infekt verändert gewesen ist, wo eine nochmalige Operation hat stattfinden müssen bei einem zugewiesenen Patienten. Und man sieht, wie hier der Darm diese losen Verklebungen überhaupt nicht mehr hat, sondern in wirklich ganz, ganz, ganz enger Weise mit sich verwachsen ist, sodass findet sich eine solche Situation bei einer Verwachsungslösung vor, man Angst haben muss, durch die Verwachsungslösung selber ihrerseits wieder neue Schäden im Darm auszulösen und eigentlich die Verwachsungssituation sogar nochmal wieder schlechter zu machen. Um das zu verhindern, ist es eben günstig, möglichst wenig Trauma auf den Darm auszuüben. Dafür kann uns der Roboter helfen. Ist jetzt so merkwürdig blau, wir müssen das einmal nochmal in eine andere Farbe kriegen. Aber es ist so, dass die robotische Operation, das sieht ziemlich martialisch aus. Aber der Roboter erlaubt uns beim Operieren, um die Ecke zu operieren, wenn wir in der Bauchhöhle sind. Beim starren Bauchspiegel operieren hat man nur gerade Instrumente. Der Roboterarm aber hat an der Spitze des Instruments, dies hier ist das Instrument, das ist der lange Roboterarm, Aufsätze, die wie eine menschliche Hand sich bewegen können. Richtig um die Ecke gehen, hier eine Schere, dann ein bisschen größere Schere, hier Kneifer, dann Verbrenninstrumente, tolle Sachen, die, weil der Roboterarm sich auch nochmal in mehreren Freiheitsgraden bewegen kann, in irrsinniger Weise in der Bauchhöhle feinste Präparationsschritte durchführen kann. Das sieht hier ganz schön gruselig aus. Hier ist der arme Mensch in der Riesenmaschine gefangen. Das sind die vier Roboterarme. In Praxis ist es vielleicht etwas beruhigender. Hier sieht man einmal
wie so ein Roboter dann im Leben läuft. Da agiert das Riesending. Man darf da nicht mit dem Kopf zu nahe kommen, sonst wird man K.O. geschlagen. Aber am Ort, da sind die Bewegungen ganz fein. Und in der Bauchhöhle, hier sitze ich an einer Konsole und bediene den Roboter. Der macht nichts von alleine und kann eben durch feinste Bewegungen, die hier in einer Übertragung dreifache Strecke außen, einfache Strecke im Leib, ganz, ganz fein und vorsichtig Dinge auseinanderbringen, zusammenbringen, von denen man gar nicht glaubt, dass das eben in Bauchspiegelungstechnik gut möglich ist. Hier mal ein Bild in die Bauchhöhle hinein, wie zart man da präparieren kann, wie fein die Bewegungen sind. Mal ein bisschen weiter vor. Und es lässt sich eben in dieser Weise sehr, sehr, sehr fein und präzise unter idealer Sicht wirklich jegliches an Struktur auseinanderbringen. Hier wird gerade ein großes Blutgefäß präpariert im Rahmen eines anderen Eingriffs. Und so gelingt es ganz, ganz subtil und fein mit Minimalschrittchen, ohne dass man viel verletzt und eben ohne, dass man seine Hände in der Bauchhöhle hat, ohne dass man große Schritte hat, optimal diese Strukturen darzustellen und kann eben in dieser Technik sehr gut erhebliche Verwachsungen verhindern. Was kann man noch tun? Das eine ist, dass man durch ein Auflösen des Fibrins theoretisch auch natürlich eine Auflösung und ein Vermeiden von Verwachsungen erreichen kann. Letztlich will man natürlich auch eine gewisse Abheilung haben. Und eins der großen Risiken der verschiedenen Mechanismen, verschiedenen Medikamente, verschiedenen Devices, die man einsetzen kann, um Verwachsungen zu verhindern, ist, dass unter Umständen Nähte, die wir in der Bauchhöhle anlegen, dann nicht so gut heilen und sich Nahtundichtigkeiten ergeben, was mit Sicherheit die größere Katastrophe ist, als dass sich Verwachsungen ausbilden. Noch problematischer sind Veränderungen der Abwehrsituation oder Veränderungen der Zellenarbeit in der Bauchhöhle, was unter Umständen erhebliche Nebenwirkungen hat und durchaus beides hat, zum Beispiel Stoffe zum Auflösen von Blutgerinnseln, solche Dinge, die in die Bauchhöhle gegossen haben, noch nicht einmal vernünftige Wirksamkeit zur Verhinderung, bringen aber erhebliche Nebenwirkungen mit sich. Stattdessen würden wir eher empfehlen und setzen es auch selber ein, dass man tatsächlich die geschädigten Materialien durch Einbringen von bestimmten Substanzen auseinanderhält, bis das ursprüngliche, die Bauchorgane überziehende Gewebe wieder vorhanden ist. Da sind auf dem Markt eine Vielzahl von Präparaten, was nicht gut sich in der Bauchspiegelungschirurgie einsetzt und deswegen haben wir da nicht so häufig dafür Verwendung. Das sind Folien, die sehr brüchig sind und deswegen nicht durch die schmalen Metallhülsen der Bauchspiegelungstechnik einzubringen sind. Aber zum Beispiel eben gerollte Zellulose-Stoffe, die man darüber legen kann. Oder eben wir setzen zum Beispiel so ein Pulver ein, was aus Kartoffelstärke gewonnen wird, was man praktisch hineinpusten kann, was dann ein Gel auf den Oberflächen ausbildet. Das ist tatsächlich so, dass sich dadurch in gewisser Weise Verklebungen vermeiden lassen. Und auf der anderen Hand, was beispielsweise durch so Polyethylen-Glykol-Sprays sind das zumeist, beobachtet werden musste in Studien, dass man dort gesehen hat, dass in der Tat Abszesse, Undichtigkeiten von Nähten beobachtet wurden, die es in der Gruppe, die nicht damit behandelt wurde, nicht gegeben hatte. Also wir sind da etwas zurückhaltend, weil wir Sorge haben, dass bei den Eingriffen, die in unserem Haus durchgeführt werden, es dann möglicherweise doch zu Problemen kommt, diese Stoffe einzusetzen. Die Kartoffelstärke, das setzen wir gut ein und haben durchaus den Eindruck, dass wir da großen Erfolg damit haben. Zusammenfassend kann ich einmal sagen, dass Nachoperationsverwachsungen leider unvermeidlich sind, aber ihre Entstehung kann reduziert werden. Das eine dadurch, dass man bestimmte Operationsprinzipien beherzigt, dass man eventuell eben doch durch Einbringen bestimmter Substanzen in die Bauchhöhle, vielleicht eben auch gerade nach einer Verwachsungslösung, ein neues mit sich verkleben in dramatischer Weise verhindern kann. Durch bestimmte Barrieren, das halten wir für das geeignetste Verfahren. Die operative Behandlung von Verwachsungen kann durchaus, wenn mechanische Probleme bestehen, die erheblich sind, besser werden.
Man muss aber Sorge haben, weil das eine nicht harmlose Operation ist, diese Verwachsungslösung, dass dadurch zusätzliche Probleme geschaffen werden, sodass eine Operation zur Beseitigung von Schmerzen helfen kann, aber leider keineswegs helfen muss, sondern die Sache dadurch unter Umständen sogar noch schlechter gemacht wird, sodass man da sehr genau mit dem Patienten besprechen möchte, muss auch vorweg, ob ihm der Eingriff helfen wird oder nicht. Bisher hat sich von den Teilnehmern zugeschaltet mit einem Text. Wenn ich es ohne Ton lesen kann, ich keine Nachricht. Vielleicht tauchen ja noch bei Ihnen Fragen auf oder Anmerkungen. Ich würde sie dann vorlesen und dann könnten wir, nachdem ich es vorgelesen habe, Sie leider nur über diesen Chat, das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht anders, könnte man dann darüber, dass ich dann wiederum referiere, was Sie geschrieben haben, mich dazu äußern. Und Sie könnten sich dazu äußern. Ah, jetzt sehe ich was. Gut, das ist, freut mich sehr. Es hat einem der Teilnehmer gefallen. Das macht mich froh. Ist jetzt allerdings auch nichts, was die Diskussion voranbringen würde. Es geht mir runter wie Öl. Herzlichen Dank dafür. Ja, die Frage stellt sich hier, man hat eine Operation hier durchgeführt bei uns im Haus und nun liegt ein Narbenbruch vor. Ja, das machen wir schon. Bei Narbenbrüchen ist es tatsächlich so, das bedeutet, aus welchen Gründen immer, der Chirurg hat schlurig gearbeitet. Kann sein. Es mag auch sein, dass der Eingriff dramatisch war oder manche Patienten, es gibt Menschen, bei denen tatsächlich das körpereigene Kollagen offenbar nicht so perfekt arbeitet. Man bekommt man leicht Divertikel im Dickdarm oder auch Aortenkrankheiten, dieses bekannte Aneurysma, wobei sich sowas auslöst. Solche Narbenbrüche haben das Problem, dass sie von selber größer werden. Man sollte deswegen, weil eben der Darm und was sonst an Eingeweiden in der Bauchhülle besteht, unter Umständen bei jedem Husten, bei jedem Luftholen aus der Lücke, die Bauchdecke besteht aus verschiedenen Schichten, außen die Haut, Unterhaut, Fettgewebe, dann kommt eine Schicht, die nennt sich Faszie, das ist so eine feste Bindegewebsplatte, dann Muskulatur, dann kommt nochmal, meist jedenfalls, so eine Bindegewebsplatte und dann das Bauchfell nach innen zu, dass eine Lücke entsteht, weil eben die Faszienschichten, diese Bindegewebsplatten, nicht anständig zueinander gefunden haben, obwohl wir das immer per Naht versuchen. Es kann auch sein, dass eine Einblutung vorgelegen hat oder doch eine zu starke Belastung im Anschluss war, dass der Darm nicht gut gearbeitet hat, man stark pressen musste oder der Bauch doch aufgeblasen war. Diese Lücken sollte man schließen. Und da ist eben auch wieder das Problem, dass man darauf achten muss, weil wir dafür fast immer solche Kunststoffnetze, die sich in großen Teilen biologisch dann vom Körper abbauen lassen und ersetzt werden durch körpereigenes Fasergewebe, trotzdem der Initialkontakt dieser Kunststoffmaterialien nicht unmittelbar mit der Bauchhöhle besteht. Mit den Bauchorganen besteht, sondern wir müssen darauf achten, dass die innerste Schicht Bauchfell wenigstens ideal auch eigentlich die innere Faszien, Bauchdeckenstabilitätsschicht, geschlossen ist und das Netz von vorne gesehen unter die Muskulatur gelegt wird. Die Muskulatur als ideales Heillager, weil sie perfekt durchblutet ist. Obendrauf die nächste Bindegewebsschicht lädt man darüber zu. Dann hat man das Unterhautfettgewebe in dieser Tiefe versenkt, heilen solche Netze normalerweise gut ein und machen vergleichsweise wenig Ärger. Das wäre etwas, was man durchaus bei uns im Haus Ihnen anbieten könnte und lassen Sie damit sich vielleicht nicht zu viel Zeit, da, wie gesagt, eben wie bei so einem Fußball, wo eine Naht ab ist, also ein gelegter Niederball, oder presst sich in die Blase raus und das wird dann mit der Zeit leider immer größer, weil die Schwachstelle eben da besonders betont ist. Das sollte man bald zumachen, dass sich das Ganze nicht noch Ärger ausbreitet. Ich muss mal einmal ein bisschen noch nach oben gehen. Es ist schade, dass Sie das nicht selber sehen können.
Hier schreibt ein Teilnehmer, dass in deren Selbsthilfegruppe der Vortrag sicher wertvoll ist. Das freut mich sehr, wenn da noch irgendwie Fragen bestehen. Man kriegt mich ja auch über die Internetseite und alle möglichen Mails und so ganz einfach. Also wenn Sie da noch auch vor Ort irgendwie noch mal einen Vortrag haben wollen, sagen Sie einfach Bescheid, dann kann ich auch da vorbeigucken. Ja, interessante Frage eines Patiententeilnehmers, der eine Vorsteherdrüsenoperation gehabt hat, ein erheblicher Eingriff ja im Becken. Typischerweise ist die Prostata eigentlich außerhalb der Bauchhöhle ja gelegen. Bisweilen aber ist der Zugang zur Prostata, zur Vorsteherdrüse, trotzdem durch die Bauchhöhle hindurch. Es gibt da unterschiedliche Verfahren. Na klar, kann es sein, dass bei dieser Operation Verwachsungen sich ausgebildet haben als Folge, weil doch ein relativ umfangreiches Präparationsgeschehen auch in der Bauchhöhle stattfinden muss. Das sind auch durchaus Operationen, bei denen es ganz schön bluten kann. Und man muss sich ja auch vorstellen, wenn die Prostata entfernt wird, dann näht man den Blasenauslass der Harnröhre, das machen unsere Urologen, nicht wir Bauchchirurgen, unten praktisch eine Etage tiefer wieder auf die Peniswurzel, damit da eine Verbindung besteht. Also da muss man schon eine ganze Menge dann tun. Das machen unsere Urologen typischerweise eigentlich auch mit dem Operationsroboter, mit dem Da Vinci, sodass das Ganze mit kleinen Schnitten abgeht. Aber es ist durchaus auch ab und an so, dass das über einen Bauchschnitt noch operiert werden muss aus unterschiedlichen Gründen. Und natürlich kann es gut sein, dass dabei Verklebungen, Verwachsungen entstehen, die Schmerzen machen. Es laufen im Becken auch Nerven entlang, der Nervus pudendus, der unterschiedliche Aufgaben hat, aber gemeinerweise durchaus in diesem Bereich laufen kann und auch für erhebliche Beckenschmerzen zuständig ist, die sich nicht gut verorten lassen, sodass eine Schmerzursache über eine solche Nervenirritation eher bestehen kann. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Urologen zusammen, auch heute schon wieder, und operieren also insbesondere bösartige Tumoren häufig gemeinsam. Ich würde Sie da gerne, wenn Sie da eine konkrete Frage haben, auch an einen meiner Buddies, den Dr. Maggerwald, den leitenden Oberarzt aus der Urologie, verweisen. Sonst können Sie auch gerne mal in der Sprechstunde vorbeigucken. Sagen Sie einfach Bescheid und dann können wir das auch von hier, wenn Sie dann da sind, einstellen, dass Sie dann da auch mit den Urologen nochmal sprechen können. Dann können wir uns da gerne drum kümmern. Wenn noch was schmerzmäßig wehtut und Krämpfe bestehen. Es gibt nicht viel, was typischerweise krampflösend ist. Vieles ist ohnehin auch schon in der Klinik dann meistens eingesetzt. Die typischen Krampflöser heißen Buscopan, heißen Novalgin. Schmerzmittel darüber hinaus, die man, gerade wenn man durch erhebliche Tumorerkrankung gequält wird, vielleicht auch in der Bauchhöhle entwickeln kann, brauchen häufig dann doch Medikamente, die in den Formen oder in den Medikamentenbereich Opiate, Morphinpräparate gehören. Die sind eigentlich allerdings natürlich für den Darmtransport praktisch das Gegenteil dessen, was man haben möchte. Man kann sich auch hier im Hause, auch wie auch außerhalb, aber da ist es bisweilen mit Terminen sehr schwierig, mit Schmerztherapeuten nochmal beraten lassen, die unter Umständen auch einen Misch an Präparaten anbieten können. Auch sowas könnten wir durch unsere Sprechstunde organisieren und da einen Kontakt herbeiführen, dass man, je nachdem, wie das Beschwerdeausmaß dann tatsächlich ist, dann helfen kann. Im Einzelfall mag es eben tatsächlich sein, dass man möglicherweise tatsächlich über eine nochmalige Darstellung per Bildgebung, per den genannten MR Selling vielleicht Engen herausfindet, die besonders Krämpfe auslösen und die unter Umständen sogar auch operativ nochmal angehen könnte. Hier schreibt eine Patientin aus dem Schwarzwald, die eine, wohl beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine erhebliche Operation gehabt hat, in immerhin 2017, also schon 3 Jahre her. Erstmal ist es schön, dass Sie den Tumor schon so lange hinter sich gebracht haben. Es ist so, dass bei diesem Eingriff, der wahrscheinlich jetzt nicht allen geläufig ist, Verbindungen hergestellt werden müssen zwischen dem Magen, dem Darm,
der Bauchspeicheldrüse und dem Magen oder Darm und den Gallenwegen und dem Darm. Man muss also sehr, sehr viel Verbindungsoperationen durchführen. Bauchspeicheldrüsen-Schwanzoperationen, die machen wir auch robotisch und am Kopf Teile führen wir auch bisweilen robotisch durch, um den Schnitt möglichst klein zu halten. Aber das ist immer noch eine Domäne der konventionellen Chirurgie. Überwiegend jedenfalls. Und wenn man an der Bauchspeicheldrüse Eingriffe macht, die nicht nur für die Herstellung von Insulin verantwortlich ist, sondern auch Verdauungsenzyme produzieren soll, dann ist es so, dass fehlen einem die der Verdau von Eiweiß und Fett im Darm schlechter geht. Und man sich leicht vorstellen kann, wird das nicht zersetzt und aufgenommen, können Darmbakterien da ein Fest feiern und sozusagen fröhliche Urstände feiern. Und die lassen sich schwer beeinflussen, es sei denn, man hat genug Bauchspeicheldrüsenenzyme an Bord. Die Dame schreibt, dass sie damit durchaus auch gespielt hat. So empfehlen wir das den Patienten immer, die wir mit diesem Eingriff behandeln müssen. Und durchaus auch hohe Dosen einnehmen. Das ist meist eine Kapsel. Bisweilen ist es so, dass man diese Kapsel eigentlich als Kapsel besser verträgt. Dafür ist sie ja da. Aber für manche Patienten ist es günstiger, wenn er die öffnet. Man kann sich damit nicht vergiften. Man kann also die Dosis durchaus noch weiter intensivieren. Es mag durchaus natürlich auch sein, dass Engen im Darm dahinter stecken. Nun ist das eine Operation, bei der eben aufgrund der Vielzahl von Nähten, die angelegt werden, auch eine Vielzahl von möglichen Engstellen bestehen kann, sodass dort, gerade weil man auch große Sorge haben muss, irgendetwas an der Durchblutung dieser lebensnotwendigen Verbindungen, Bauchspeicheldrüse, Magen, Bauchspeicheldrüse, Darm, je nachdem, welche Technik man da verwendet hat, Durchblutungsstörung durch eine Verwachsungslösung vielleicht zu produzieren, vielleicht noch zurückhaltender wäre, einen Eingriff zu raten. Also eher tatsächlich noch versuchen muss, ich habe nur auch gelesen, dass eine Laktoseintoleranz besteht, ja, dann wird es sicher auch mithelfen, wenn Sie darauf verzichten. Wahrscheinlich ist es so, dass man eine so komplexe Operation schwer durch eine operative Maßnahme bessern kann. Denn man muss fürchten, dass so viel Verwachsungen und Verklebungsflächen entstehen, dass man den Darm eigentlich zur Gänze wird auseinanderbringen müssen. Und dabei nicht zu garantieren ist, dass es hinterher besser geht als vorher. Hier wird gefragt, wann wir denn eigentlich mit dem Da Vinci-Roboter operieren. Ich bin ein großer Fan davon persönlich, aber alles lässt sich damit nicht gut machen. Der Roboter kann ideal kleines Gefrickel in engen Räumen. Ja, großräumig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Bewegungen, bei denen man ein bisschen mehr in der Bauchhöhle oben wie unten, wie links und rechts unterwegs ist, also Darmeingriffe umfangreicher Art, nicht nur am Mastdarm beispielsweise, die kann ich mindestens genauso gut und eigentlich, ich würde sagen, bei einer Befreiter in konventionell laparoskopischer, also Bauchspiegelungstechnik ohne den Roboter durchführen. Aber eben Operationen am Bauchspeicheldrüsenschwanz oder Bauchspeicheldrüsen am Mastdarm oder Magenspeiseröhrenoperationen, wo man in die Höhlen auch schlecht hineinkommt, die sind eigentlich ideal mit dem Roboter zu leisten und da liegt der größte Gewinn. Vielen Dank für die Information. Ich selber leide seit vielen Jahren an meinen Verwachsungen, verursacht durch eine OP nach einem Blinddarmdurchbruch und 3 Folgeoperationen. Mir wurde davon abgeraten, weitere OPs durchführen zu lassen, um eine weitere Verschlimmung nicht zu provozieren. Welche nicht operativen Maßnahmen sind Ihrer Meinung, Erfahrung nach sinnvoll? Das Problem ist, wir wissen nicht so ganz genau, was Ihnen aktuell wehtut. Die genannten Beschwerden, es gibt auch gemeinerweise so etwas, was man Schmerzgedächtnis nennen kann. Also man gewöhnt sich beinahe eine gewisse, oder es gibt eingeschlagene Pfade der Nervenverarbeitung, Schmerzverarbeitung, die dann dazu führen können, dass selbst wenn man vielleicht ein mechanisches Hindernis beseitigt hat, das immer noch auffällig ist und weiter besteht. Es ist meistens, wenn man tatsächlich Operationen nicht machen kann, zum einen wichtig, dass man sie schmerzfrei kriegt. Da gibt es
viele Medikamente, bei denen häufig eben auch ein vernünftiger oder ein sorgfältiger Misch nötig ist, dass man auch damit nicht mehr kaputt macht als heil. Und es ist durchaus so, dass man eventuell einmal auch bildgebend nicht drauf losoperieren, sondern auch mit dem, was man vielleicht von außen an Möglichkeiten hat, da alle Register zieht, um zu schauen, wie weit eigentlich die Situation aktuell ist und ob es nicht doch irgendein mechanisches Problem gibt. Und das kommt durchaus vor, was man auch chirurgisch adressieren könnte und bessern kann. Die Patientin mit der Wippischen Operation schreibt gerade noch. Ja, also das hatte ich mir schon gedacht, dass da eine Null fehlt. Also das, man muss von diesem Bauchspeicheldrüsenenzym relativ hohe Dosen einnehmen. Aber das hatte ich mir schon vermutet. Ja. Kernspintomographien durch, also sie berichtet auch, dass eben schon mehrfach Kernspintomographien vorgenommen wurden und auch Ultraschalluntersuchungen, in allererster Linie natürlich zur Tumornachsorge. Wie weit da transportbedingte Beschwerden ausgelöst werden oder das Ganze tatsächlich eine Situation ist, die wegen der Tumorabwehr erforderlich war und dann ein gewisses Maß an Beschwerden noch eine Art von normales oder eben tatsächlich nicht besser war, da müssten wir uns tatsächlich auch die Bilder angucken. Und das ist so individuell, was man da entscheiden muss. Und da sind so viele Fragen zu stellen, dass wir das vermutlich genau. Also der Dame ist auch schon vorgeschlagen worden, durchaus nochmal operativ nachgucken zu lassen. Sie selber ist da zurückhaltend. Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Ich würde beinahe sagen, jedes Jahr, dass Sie gewinnen, ohne dass der Tumor wieder da ist, ohne Ihnen jetzt Angst machen zu wollen, aber das ist schon ein Gewinn. Lassen Sie sich das nicht vermurksen, dadurch, dass Sie sich operieren lassen und dabei ein Problem ausgelöst wird. Sie verlieren unter Umständen wertvolle Zeit, die Sie gut verbringen können. Wenn Sie den Eindruck haben, dass durch die Beschwerdehaftigkeit das Leben Ihnen tatsächlich mies gemacht wird, dann ist sowas zu überlegen. Aber ich würde persönlich, glaube ich, tatsächlich erst dann den Chirurgen nochmal bitten, da nachzugucken. Wie viel Kreon das Richtige ist, das ist nach einer Wirbeloperation wirklich nicht einfach und hängt teilweise auch ein bisschen natürlich von den Speisen ab, von der Tagesform ab. Aber man kann da echt auch mal die Dosis ruhig verdreifachen und mal schauen, ob sie nicht sogar mit eben 40.000 Einheiten dreimal am Tag zu den Mahlzeiten zurechtkommen und brechen Sie ruhig mal die Kapseln auf und gucken, wie das geht. Vielleicht hilft Ihnen das. Boah. So langsam kommen wir auch tatsächlich in den Bereich, dass die Übertragungszeit auch schon abgedreht wird. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann bin ich sehr dankbar für Ihr Interesse. Sollten Sie noch Fragen haben, ich bin ja nicht aus der Welt, man kriegt mich hier übers Krankenhaus, übers Internet sowieso immer. Die Zugänglichkeiten sind da. Kommen Sie auch gerne in die Sprechstunde, dass wir das direkt vor Ort hier mal diskutieren können und ich eben auch mir den Bauch mal angucken kann. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Abend. Hoffentlich werden Sie die Beschwerden, die Sie haben, nachhaltig los. Und danke fürs Interesse.